Liebe Medienvertreter, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Endstand 0:0 vor 20.278 Zuschauern. Ich begrüße hier oben die beiden Trainer, Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf und FCK-Cheftrainer Taifun Korkut. Auch heute gebührt natürlich das erste Wort den Gästen aus Düsseldorf. Herr Funkel, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, es gibt Spiele, die gehen 0-0 aus, die sind langweilig, zäh. Und das war dieses Spiel mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass es mit sehr viel Tempo behaftet war, dass beide Mannschaften leidenschaftlich gespielt haben, dass beide Mannschaften auch Möglichkeiten gehabt haben, dieses Spiel zu gewinnen. Beide Mannschaften hatten Tormöglichkeiten. Aber unterm Strich ist dieses Unentschieden, ob es 0-0 oder 1-1 ausgegangen wäre, glaube ich, gerecht für beide Mannschaften. Und ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie hier aufgetreten ist. Das war kein Vergleich mehr zum ersten Auswärtsspiel in Sandhausen. Wir haben versucht, nach vorne zu spielen. Wir haben uns dadurch auch einige Möglichkeiten erarbeitet. Aber ich habe es ja schon gesagt, das 1-1 geht, oder das 0-0, Entschuldigung, das 0-0 geht absolut in Ordnung. Und wenn ich dann auch hier meine Ex oder mein Ex-Verein gesehen habe, wie sie aufgetreten sind, da war nichts zu spüren von Verunsicherung oder was weiß ich auch noch. Sie haben gut nach vorne gespielt, sie haben leidenschaftlich gespielt, sie haben gekämpft. Und ich glaube, dass die Verantwortlichen hier auf einem guten Weg sind. Das ist nicht einfach, hier den Ansprüchen gerecht zu werden, aber ich glaube, dass alle dem FCK und den Verantwortlichen Zeit geben sollten und dann wird diese Mannschaft auch wieder dorthin kommen, wo sie letztendlich auch hin will. Dankeschön. Dankeschön, Friedhelm Funkel. Jetzt kommen wir zum Fazit seitens des ersten FC Kaiserslautern. Taifun, bitte. Ja, es war kein einfaches Spiel für uns. Einerseits gegen eine sehr, sehr erfahrene Zweitligatruppe mit einem sehr, sehr erfahrenen Trainer und wir mussten das Spiel in die Hand nehmen. Das hat die Mannschaft auch akzeptiert so und hat dann auch versucht, mit dem Ball zu agieren und mussten aber höllisch aufpassen auf das Umschaltspiel des Gegners, vor allem die Geschwindigkeit, die da vorne war. Dann auch nach den Auswechslungen nochmal eine extra Geschwindigkeit dazugekommen. Ich muss aber sagen, dass die Mannschaft letztendlich alles dafür getan hat, dieses Spiel zu gewinnen. Wir hatten unsere Möglichkeiten, der Gegner hatte seine Möglichkeiten und ich denke auch, dass es ein gerechtes Ergebnis letztendlich ist. Wir wollten mehr, die Mannschaft wollte mehr, das, glaube ich, haben die Fans heute gespürt und auch honoriert. Und für uns ist es natürlich jetzt ein erster Schritt nach den vielen Gegentoren, die wir bekommen haben, sodass wir jetzt auch mit den neuen Spielern, die wir dazu bekommen, 2 Wochen Zeit haben, um uns auf das nächste Spiel vorzubereiten und dann letztendlich dort einen Tick besser die Chancen auszunutzen, das Spiel zu gewinnen. Dankeschön, Kai von Korkut. Dann bitte ich jetzt um die Fragen von Ihnen, sofern es denn Fragen gibt. Ich bitte um ein kurzes Handzeichen. Wir reichen dann gerne ein Mikrofon. Wer möchte den Anfang machen? Gibt es überhaupt Fragen? Horst Konzock von der Rheinpfalz. Hier vorne in der Mitte einmal Mikrofon, bitte. Der junge Herr mit dem grünen Pullover umgehängt. Eine Frage an Herrn Funkel. Wie haben Sie den Einstand von Ruven Hennings gesehen in den 68 Minuten? Ja, mit Ruven bin ich absolut einverstanden. Er hat nach der kurzen Eingewöhnungsphase gezeigt, welche Qualitäten er hat. Er hat 2, 3 gute Möglichkeiten gehabt. Kopfball in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit dann nochmal. Und ich bin davon überzeugt, dass er zum Einstand im eigenen Stadion in 14 Tagen noch besser mit der Mannschaft harmonieren wird. Wir haben jetzt nochmal 14 Tage Zeit, ihn bei uns einzugliedern, einzubauen. Und er hat aufgezeigt, dass er über gewisse Qualitäten verfügt. Die haben uns bisher gefehlt und dadurch sind wir noch breiter aufgestellt. Und das macht mich als Trainer natürlich glücklich. Gibt es noch weitere Fragen an einen der beiden Trainer? Dann hat jetzt die letzte Chance Oliver Sperg, nochmal von der Rheinpfalz. Mikrofon kommt. In die Länderspielpause, Sie haben jetzt noch ein bisschen mehr Zeit zu arbeiten. War das jetzt schon ein Schritt in die richtige Richtung? Ich habe immer gesagt, wir müssen diese Saison kleine, feste Schritte machen. Wir sind in den ersten 3 Spielen nicht sehr, sehr sicher gestanden
und hatten da einfach unsere Probleme und hatten sehr viele Phasen in den Spielen, in denen wir einfach da nicht mehr richtig im Spiel waren. Heute, denke ich, haben wir es geschafft, von der ersten bis zur letzten Minute stabiler zu sein. Dieses Gefühl hat uns die Mannschaft gegeben. Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir haben jetzt wieder neue Spieler dazu bekommen, die müssen wir integrieren. Wir müssen schauen, wir haben ein paar, die gehen oder die fahren zur Nationalmannschaft, die werden uns fehlen. Wir müssen auch schauen oder hoffen, dass die gesund zurückkommen. Von daher ist Arbeit angesagt und das werden wir machen. Trotzdem ist es für uns wichtig, auch jetzt nochmal in den zwei Wochen einfach nochmal an der Mannschaft und an der gesamten Struktur viel machen zu können. Und uns tut jeder Tag mit Training mit Sicherheit gut. Gibt es noch weitere Fragen? Nochmal der Horst Konzock. Eine Frage an Herrn Korkut. Sie haben die neuen Spieler oder den neuen Verteidiger auch angesprochen, den Sie ja ab heute haben. Auf der Position hat heute Philipp Mehl, denke ich, sein bestes Spiel für den FCK gemacht. Kann man das so sehen? Ja, er hat eine sehr, sehr gute Antwort gegeben. Er hatte auch in den Spielen davor keine katastrophale Leistung gezeigt, sondern hatte den ein oder anderen Aussetzer. Das ist, wie gesagt, ein junger Spieler, der aber ein unheimlich hohes Maß an Leidenschaft mitbringt, Engagement, giftig ist. Und genau das sind diese Spieler, die wir jetzt im Moment auch hier haben wollen, die sich dann entwickeln können. Und er hat heute die beste Antwort gegeben. Wenn der Jacques noch das Ding reinmacht mit der Vorlage von Philipp, dann wäre es natürlich die Krönung gewesen. Aber es wird auch bei ihm immer noch Schwankungen geben. Das ist ein Spieler, der kommt aus der dritten Liga. Aber wir sind sehr froh, dass wir ihn hier haben. Von daher werden wir sehen, was in zwei Wochen ist. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Letzte Chance, dann will keiner mehr. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen allen und vor allem unseren Gästen aus Düsseldorf einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.